Hey ho und willkommen zu The Outer Worlds. Ich hoffe, ihr findet Gefallen daran und dann geht die Reise auch schon los. Viel Spaß. Okay, aber grundlegend bin ich schon wieder begeistert von dieser Questreihe. Die wir jetzt auch durch haben. Damit haben wir Nyoka durch, Felix durch und Max durch. Was eigentlich richtig gut ist. Damit ist nur noch das und Ellie. Ellie kommt aber auch später erst noch. Die löst sich auf Byzantium aus. Aber da bin ich halt noch nicht. Da kann ich noch nicht hin. Daher bleibt jetzt eigentlich nur übrig, weil alles andere ist Byzantium. Die Hauptquest. Und dafür müssen wir mit Phineas mal so eine kleine Unterhaltung führen. Also, ab zu Phineas Labor. We've arrived at Phineas' Orbital Lab. Yep. Ah, ist das gute Labor. Dann denke ich mal, ist es jetzt auch mit Nebenmissionen so Stück für Stück. Ich weiß nicht, ob nochmal, wenn es Byzantium gibt oder ob es nochmal neue Orte und noch ein paar Quests gibt. Aber wir haben jetzt soweit gut vorbereitet und vorgearbeitet, dass jetzt eigentlich hier viel mehr Hauptquests kommen müsste und es jetzt langsam so gut voranschreitet. So, da wir mit Felix durch sind, kommt Felix wieder raus. Denn ich will Ellie dabei haben, wie üblich. Ah, sind wir wieder. Phineas Labor. Nee. What did I tell you? Harlow's down with the man stick was just an act. No one who yammers that much means half of it. Das ist richtig. Ist schwer zu wissen, wem man vertrauen kann. Jetzt klingt doch nicht gar nicht so begeistert. Das war Felix' Freund. Obviously not. And better for Felix to know that now rather than become the next Trask. Das ist richtig. Nur weil Harlow sich als Verbrecher entpuppt hat, bedeutet das nicht, dass alle so sind. Ja, man sollte die Leute lieber eine Armlänge Abstand halten. Ne, ja. Nur weil Harlow Mist ist, ist nicht alles Mist. Don't get all mushy on me now. Come on, what did we just learn? People look out for their own interests. It's a fundamental law of nature, same as gravity and conservation of motion. Da sage ich nur Amen. Ja. Ja, ist auch grundlegend richtig. Nur die Frage ist, was für eigene Interessen es sind. Du hast nicht dein Leben lang nur das Schlimmste von allen denken. Hm? Außer, dass wir künstliche Schwerkraft erschaffen haben. Ja, du kannst nicht dein Leben lang nur das Schlimmste von allen denken. Sure I can. In fact, I bet you I live a lot longer. Vielleicht hast du recht, aber ich würde mich lieber um etwas Besseres bemühen. Hast du schon mal dran gedacht, dass es in deinem besten Interesse liegen könnte, sich um andere zu kümmern? Hm. I'm warning you, that reverse psychology stuff doesn't work on me. Ja, sogar du bist nie wirklich allein unterwegs. Normalerweise schließt du dich einer Crew an. Sure do. And unlike you, Captain, the rest of us don't get a big fancy room with wall-to-wall windows. But let's forget about that, please. Anyway, you really want to tell me you're helping the scientist because you think he'll save the colony? Tatsächlich tue ich das. Von dir muss ich mich nicht rechtfertigen. Nein, aber darum geht es auch gar nicht. Tatsächlich tue ich das. And here I thought I'd seen it all. This galaxy must be bigger than I'd thought. Enough about Harlow, though. Anything else? Nö, nö. Wo bist du? Da, Paradi. Something you need? Nope. Okay, quatschen wir mal mit Phineas. Da ich ja hier schon vor langem war, brauche ich jetzt nicht gucken wegen Abluten und so.
Das ist ja längst geschehen. Hallo Phineas. Hallo Schweinchen. Na, Bubbles? Alles gut bei dir? Ah. Je. Das kennen wir ja schon alles. Seltsamer Körper und SK-System. Ja. Ich würde auch gern mal zu dir rein, mein Freund. Das kennen wir alles. Das kennen wir alles komplett. Da ist auch nichts Neues. Warum ich aus Sicherheit... Ja, der muss er ihn natürlich genau angucken. Warum ich da eigentlich nochmal nachgucke, weiß ich auch nicht so recht. Plasmaschneider vor dem Verpacken ausschalten. Ja, macht Sinn. Okay, so, Phineas. You, I'd clap you on the shoulder if I went behind a wall of bulletproof glass. I don't know how you did it, but Hiram Blythe just sent me everything. Minister Clark has ordered a suspicious amount of dimethyl sulfoxide. It's almost as if he's hoarding the colony's remaining supply. Mm-hmm. Typical elitist. Hoarding supplies during a time of scarcity. Once I have those chemicals, we can revive the Hope's colonists and put some decent people in charge. So, good news. You're going to Byzantium and stealing those chemicals. Exciting. Oha. Sag mir einfach, was ich tun soll. Was ist so wichtig an diesen Chemikalien? If I had time in several blackboards, I could explain the details to you, but to put it briefly, dimethyl sulfoxide is the reason you're alive today. Okay. The chemical is absolutely essential to reviving the Hope's colonists. I need you to steal as much as you possibly can. The more, the better. Okay. If you don't bring me enough chemicals, I might not be able to save the Hope's colonists. And then nothing will stop the board from destroying this colony. Verstehe. Was war das nochmal über Mr. Clark? Aloysius Clark, Minister of Earth. Virtually every colony requires the presence of a Minister of Earth. Clark is complicit in every one of the board's crimes. Whenever the board issues some new decree, you'll find Clark's signature on the dotted line. Okay. Bei mir hört sich das so, was? Bei dir hört sich das so einfach an. Oh, I understand it must seem impossible to you. Infiltrate Byzantium, the crown jewel of the colony. Steal a batch of rare chemicals from a heavily guarded estate. In order to do the impossible, you must first divide it into a series of smaller, less impossible tasks. Aha. Also, wie sieht der Plan aus? Ah, yes, the details. I'm not about to ask you to rampage through Byzantium trading bullets with the board's agents. We'll have to resort to subterfuge. Carmen Imagawa, she's my contact in Byzantium. Meet her at the docks. She'll have all the necessary intelligence you require. Okay. I'm giving you my old nav key to Byzantium. You'll need it to land in the Golden City. Remember, you're looking for dimethyl sulfoxide. Big green bubbling vessel with a warning label. I'll take as much as you can find. Okay. Gibt es etwas, das ich über diese Carmen wissen sollte? You can trust her if that's what you're asking. Imagawa is the finest special agent in Byzantium that money can buy. My money, anyway. Okay, ich wollte eigentlich noch etwas anderes mit dir besprechen. Of course, of course. What's on your mind? Oh, doch nichts. Na gut, ich komme wieder. Stufenaufstieg 26. Ach, Bubbles ist schon cool. Wir haben einen Stufenaufstieg, was für mich bedeutet, ich hau das einfach mal hier rein. So. Es gibt nämlich auch noch eine Trophäe, wo man irgendeinen Wert auf 100 bringt.
Und da zählt nicht das Grüne, sondern der Grundwert. Und da brauche ich dann jetzt nur noch ein Level und da einen Punkt reinkrachen und dann kriege ich die auch noch. Der Rest ist, ich glaube, die Relevanz ist nicht mehr ganz so gegeben für das Ganze. Hier, EP von Begleitertötung. Nehmen wir einfach mit. Damit ich das vielleicht noch zusammenkriege. Hab 196 von 350. Okay, das heißt, Team ist richtig. Team ist richtig, weil ihr beiden seid die einzigen, wo noch Quests laufen. Und ihr seid auch mein liebstes Team. So, dann gehen wir wieder zurück aufs Schiff. Dann gehe ich aussortieren. Und dann geht's offensichtlich ins gute Byzantium. Und das? Achso. Bin ich mal sehr gespannt. Bin ich hier schon mal lang gelaufen? Ist egal, wie es ausschaut. Denn hier ist absolut nichts. So. Felix and Parvati discussing the latest Aetherwave serial. Na, bestimmt was ich schon kenne. Da bin ich mir doch schon wieder fast sicher. I don't know if you watched the big finale, but you know that slick-looking spacer from All My Colonists? They got her playing the Queen of the Marauders. Oh gosh, I wish you'd waited for me. I wanted to see that too. Ich glaube, das hatte ich schon mal. Don't mind the mess. Aha, bei dir hat sich auch noch nicht viel verändert, das wundert mich aber auch nicht. Ja, Yoka ist zumindest nicht rotzbesoffen. Aha. Oh. Achso, das ist der Rahmen, der verschwindet. Ich dachte, da glitscht irgendwas durch den Mist, aber nicht so. Okay, dann wie geplant. In allererster Linie. Genau, wir sind noch bei der Hauptquest. Aber ich kann dann auch die beiden erstmal ansteuern. Und noch eine. Die dann aber erst auftaucht. Okay. Tür zu, ich will ja meine Ruhe haben. Ah, ich liebe es. Wie es sich entwickelt. Aha. Du warst mal freundlicher. So. Dann dasselbe Spiel wie üblich. Ich sortiere erstmal in die Kiste ein. So. Sortierung abgeschlossen. Und Tür auf. Dann geht es auch schon weiter. Ah, ihr macht euren Job. I understand we have decided to continue supporting the outlaw scientist, Dr. Phineas Wells. Das hast du gut bemerkt. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Möchtest du etwas dazu sagen? Wenig unterhalten? Certainly, Captain. What would you like to hear? Mhm. Okay. As you wish, Captain. I must comply with all direct orders. Mhm. May luck be with you. Of course, as I am sure you are aware, luck does not exist. But it seems to comfort humans to believe they possess good quantities of it. Ja, Ada. So ist dem. Wir gehen ja eigentlich direkt der Hauptquest weiter. Und die sagt uns, ab nach Byzantium. Das Gute ist, in Byzantium gehen auch andere Sachen weiter. So. So.
Byzantium ist auf Terra 2. Das ist interessant. Frachthafen, Landeplatz von Byzantium. Ja. Von mir aus, dann begeben wir uns da mal hin. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Ja, danke, danke. Ist ja das übliche Terra 2. Can we talk? Ja, Ellie. Since we're in Byzantium, there's something I've been meaning to do. Und das wäre, wir haben gerade keine Zeit für sowas, und das wäre... I haven't actually talked to my folks in a while. Shocking, right? Anyway, it's probably about time I paid them a visit. Given the dangerous life I lead, they've got to be worried sick. Okay, lustig. Hätte dich nicht für den Typ Mensch gehalten, der Kontakt hält. Selbstverständlich, sag einfach Bescheid, wie ich helfen kann. Whoa, let's calm down. I'm not asking for a favor or anything. I'm just suggesting we stop by. When we're in the neighborhood. See, I'm originally from Byzantium, born and raised. I know that probably comes as a big surprise. Und jetzt willst du Versäumtes mit ihnen nachholen? Ernsthaft? Damit hätte ich ja nie gerechnet. Eigentlich kann ich mir das gut vorstellen. But I worked so hard. I dropped the accent, picked up a swagger, developed a taste for spacer's choice. Genau das ist das Problem. Du versuchst es ein wenig zu sehr. Du musst dich ein klein wenig mehr anstrengen, wenn du als echter Abschaum durchgehen willst. Ja, genau, du probierst es ein bisschen zu sehr. Well, I bet they won't know the difference. I bet they'll barely recognize me. Ich sehe keinen Grund, warum du sie nicht besuchen gehen können solltest. Wow. Wenn es gerade passt. Ich bin stolz auf dich, Ellie. Natürlich solltest du dich mit deinen Eltern wieder vereinen. Auf keinen Fall, ich verbiete es dir. Das zweite wird sie natürlich wieder direkt triggern. Aber ich mache das mit ihr gerne. Ich will das rauskitzeln aus ihr. Das erste ist halt einfach Zustimmung. Nee, ich nehme das zweite. Ich trigger sie gern. Reconnect is a strong word. And I was thinking you'd come too. Selbstverständlich. Okay, dann gehen wir. Wir haben Arbeit zu erledigen. Was? Wieso würdest du wollen, dass ich deine Eltern kennenlerne? Ja, gute Frage. Because it would be fun. Sei ehrlich zu mir, Ellie. Worum geht es hier wirklich? Das wird nicht seltsam werden, oder? Ja, sei ehrlich zu mir. It's, well, they know me as Marilyn the Surgeon. They don't know Ellie the Pirate Sawbones. But you, you're authentic rabble. True riffraff. When they see you, they'll get it. Verstehe, ich bin dein Vorzeigeobjekt. Wie schmeichelhaft, danke. Du willst also deinen Eltern deine Proleten-Freundin vorstellen, sehr erwachsen. Ellie, ich bin geschmeichelt, danke sehr. Wie schmeichelhaft, danke. I only wish I could pull it off as well. Das wird nicht seltsam werden, oder? Of course not. I mean, not unless you want to bring a feral canid or a mantis on a leash. That'd make a real impression. Ja, okay, dann klar. Great. And when we get there, draw out your rough edges a bit. If you've got an outfit you haven't washed in a while, maybe one with some blood stains, wear that one. Okay, ich kümmere mich selbst um mein Outfit, danke. Was? Ja, was?
Oh, and help yourself to the good snacks and put your feet on the coffee table. Mother hates that. Du willst einfach nur so radikal rebellieren, ohne radikal zu rebellieren, sondern zeigen, ich rebelliere radikal und du findest toll. Hab schon kapiert, Ellie. Man hat fast den Eindruck, dass du willst, dass ich mich von meiner schlechtesten Seite zeige. That's the idea. Anything else? Du willst mir jetzt mal sagen, was mit der Suche nach dem Sulfid zu tun hat. Kannst du mir was über Byzantium sagen? Nee, du willst mir etwas sagen, was mit der Suche nach dem Sulfoxid zu tun hat. I sure hope you negotiated for a raise with this Phineas guy. Was soll das heißen? Hier geht es nicht um Geld. Ich habe vor, mir am Ende das zu holen, was mir zusteht. Hier geht es nicht um Geld. Uh-huh. Sure. Everybody's got an angle. I'm just wondering what yours is. Phineas versucht, das Beste für die Kolonie zu tun und ich will ihm helfen. Keine Ahnung. Ich habe mich ihm nur für den Moment angeschlossen. Er bezahlt, das reicht mir. Phineas hat mich von der Hope gerettet. Das Mindeste, was ich tun kann, um ihm zu helfen, ist, das hier durchzuziehen. That's one way of looking at it. Another is that he pulled you out of hibernation without your say-so and got you to do his dirty work. Besides, none of this is your mess, so why go dirtying your hands with it? Wenn Halcyon untergeht, gehen wir alle unter. Ich tue, was ich kann, um es in Ordnung zu bringen, weil es das Richtige ist. So habe ich darüber noch nicht nachgedacht. Vielleicht hast du recht. Ich habe hier keine Verbindung. Aber wenn ich meine Karten richtig ausspiele, gehe ich vielleicht als Sieger aus der Geschichte hervor. Zweiteres ist es einfach nur richtig, weil es das Richtige ist. Wenn Halcyon untergeht, gehen alle unter. Ich tue, was ich kann, um es in Ordnung zu bringen. Ja, weil es das Richtige ist. Hate to say it, but the right thing rarely pays well. The boards put a bounty on his head, and they've got more than enough bits to pay it. I've got no love for the corporations, but they know how to take care of their people. The ones at the top, anyway. Wir können uns genauso gut auch ein hohes Ziel setzen. Ich werde doch nicht so ein Konzernlakai. Der Vorstand ist korrupt. Wir können uns genauso gut auch ein hohes Ziel setzen. Hohes Ziel ist eigentlich immer nicht verkehrt. Exactly. You seem to have a good head on your shoulders, so I probably don't need to tell you this, but look out for yourself. No one else out here will. Danke für den Rat. Ach, Ellie, ich wusste ja gar nicht, dass ich dir so wichtig bin. Da liegst du falsch. Ja, Trigger, natürlich. Hey, don't get any ideas. I'm just making sure you last long enough to pay me at the end of this. Anything ja. Else? Sag mal was über Byzantium. It's like one of those stuffy art gallery pieces. Looks okay from far off, but once you get close, you realize it's just some mismatched shit everyone's agreed to overpay for. Even the bribes are overpriced. Wow, okay. Wieso bist du gegangen? Ich brauche eine Übersicht. Gibt es etwas, was ich wissen sollte? Es muss interessant gewesen sein, dort aufzuwachsen. Genug mit diesem Byzantium. Ich brauche eine wieso bist du gegangen? The real question is why didn't I leave sooner? There's all these invisible rules and everyone spends all their energy just trying not to break them. Was meinst du damit? Das nennt man Gesellschaft. Das muss ermüdend sein. Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ja, was meinst du damit? I was
was a top-tier surgeon, but I could hardly open a pack of gauze without 10 people signing off first. Okay, das ist halt übertrieben. Also hättest du mit bürokratischen Hürden zu kämpfen, na und? Das würde mich in den Wahnsinn treiben. Irgendwas lässt mich denken, dass das für alle Beteiligten das Beste war. Nee. Also Bürokratie schön und gut, das halt, um bestimmte Sachen auszuschließen und sowas, damit das auch alles ordentlich läuft. Aber ab irgendeinem Punkt ist es einfach übertrieben, schwachsinnig und schadet mehr, als es hilft. Now you see why I left. People call Byzantium the jewel of Halcyon, but really, it's just paste. Everything's polished in bureaucracy. Take a close look and you'll see it's deader than anywhere else in the colony. Ich brauche eine Übersicht. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Don't trust anyone, don't touch anything. And whatever you do, don't show your teeth when you smile. Ist das eine dieser Dominanzherstellen-Geschichten? What, like primals? Nah. People are extremely competitive about cosmetic dentistry. It can get ugly. Okay. Es ist interessant gewesen sein. Ach so, es muss interessant gewesen sein, dort aufzuwachsen. Interesting like a colonoscopy. I trained as a surgeon. More my folks' idea than mine, but I made the best of it. Na, das ist schon mal soweit richtig. Klingt so, als käme in dieser Geschichte noch ein dickes Ende. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dich irgendjemand herumkommandiert. Das kannst du dir sparen. Deine Eltern haben dich zu einem lukrativen Job gedrängt, in den du Leuten helfen konntest. Das klingt, als käme diese Geschichte noch ein dickes Ende. Lots of them, unfortunately. I even sculpted a few. Turns out Byzantines are more concerned with having square shoulders and a good profile than, well, anything else. Okay, genug mit diesem Byzantium. That's what I've been saying. Ja. Schon gut, gehen wir. Okay, damit haben wir natürlich auch Ellies Quest gestartet, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, besuche Ellies Eltern. Sehr gut. Aber logischerweise gehen wir jetzt erstmal an Bord. Oder, naja, ihr wisst schon, nach Byzantium halt. Ellie kommt mit, Parvati kommt mit und los.